Hat Zelensky diesen Krieg bereits verloren? Na ja, gut, endgültig verloren hat er ihn dann, wenn die ukrainischen Streitkräfte nicht mehr kämpfen können. Aber diese Perspektive, die teile ich durchaus. Es ist in der Tat so, dass die Ukraine ihre Ziele, jedenfalls die sie bisher öffentlich gemacht hat, nicht erreichen kann. Die Ukraine wollte in die NATO aufgenommen werden. Sie will die russischen Streitkräfte, die Angriffsstreitkräfte von ihrem Territorium zurückdrängen. Wir sehen, das wird nicht klappen. Und wirtschaftlich hat der Westen diesen Krieg ja bereits verloren. Das sehen wir ja alle. Und das ist eine Entwicklung, die uns noch viele Jahre, nein, Jahrzehnte verfolgen wird. Und man muss dann auch fragen, wer die Verantwortung dafür übernimmt.